Willkommen zu Plenum TV und damit zu den Themen, die den Bayerischen Landtag beschäftigen. Die SPD sorgt sich um die Reinheit der bayerischen Gewässer. Nur 23% der Oberflächengewässer seien chemisch und ökologisch gut, so meint die SPD. Und ein Drittel der Grundwasser sei nicht gut im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Was also kann man tun, um die bayerische Trinkwasserqualität zu verbessern? Das fragten wir die Abgeordneten. Da gibt es einen Umsetzungsfahrplan, der bis 2027 läuft. Wir investieren jetzt zum Beispiel in den nächsten 6 Jahren 600 Millionen Euro allein in Maßnahmen, die jetzt über Kommunen, über Wasserwirtschaft organisiert werden. Und weitere 600 Millionen werden über das Kulturlandschaftsprogramm den Landwirten zur Verfügung gestellt, die sich in besonderem Maße für den Gewässerschutz einsetzen, zum Beispiel Gewässerrandstreifen nur extensiv bewirtschaften, um dort keinen Pflanzenschutz zu betreiben, um die Gewässer zu schützen. Der zweite Punkt ist, dass wir viel Belastung der Gewässer durch kaputte Abwasserkanäle haben. Hier brauchen die Kommunen, die oft kein Geld haben, sie zeitnah zu reparieren, mehr Unterstützung, auch finanzielle Art vom Freistaat Bayern. In 10 Jahren soll Bayern barrierefrei sein, also ungehinderter Zugang zu Schulen, Krankenhäusern, öffentlichen Einrichtungen. Das wurde in einer Regierungserklärung schon 2010 angekündigt. Doch der Weg dorthin sei unerreichbar weit, meint die Opposition. Es fehle insbesondere an einem Masterplan und an den erforderlichen Finanzmitteln, um dieses Versprechen einzulösen. Die große Anfrage unserer Fraktion zu dem Thema hat ja gezeigt, dass es in vielen Bereichen überhaupt noch nicht mal Daten gibt, wie der Stand ist der Barrierefreiheit. Deswegen plädiere ich dafür, dass wir in den Regionen regionale runde Tische machen mit Kommunalvertretern, mit den Verbandsvertretern, mit Bürgerinnen und Bürgern, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo muss was geschehen, damit wir Barrierefreiheit erreichen? Und dann muss man sich mit der Staatsregierung zusammensetzen, um auch hier wiederum die Kommunen finanziell zu unterstützen. Doch in der Regierungsfraktion sieht man das naturgemäß etwas anders. Wir investieren jetzt als Freistaat Bayern alleine im jetzigen Doppelhaushalt 2015, 2016 über 200 Millionen Euro in dieses Thema, unterstützen darüber hinaus Kommunen, wenn sie Kindertageseinrichtungen, Schulen sanieren, um Barrierefreiheit zu schaffen. Wir tun sehr viel, um hier die nächsten Jahre auch tatsächlich Barrierefreiheit bis 2023 zu erreichen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gemeinsam mit Kommunen, gemeinsam mit den Menschen in Bayern gelingen wird. Das war Plenum TV mit den aktuellen Themen und Stimmen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei Oberpfalz TV.